Schlechte Nachrichten aus St. Lucia. Der kleine Inselstaat in der Karibik folgt nun seinen vier Nachbarstaaten und wird ebenfalls den Preis für sein Citizenship by Investment Program erhöhen. Mehr Details dazu in diesem Video. Citizenship by Investment Programme, also einen Zweitpass kaufen durch ein Investment. Das wird auch ein wichtiges Thema sein bei unserem Plan B Seminar in Zürich am 8. und 9. Juli 2024, wozu ich dich nochmal herzlich einladen würde. Bei dem, was so alles in der Welt gerade passiert, kann man ja gar nicht genügend Optionen haben. Und hier einen Plan B zu haben, also einen zweiten Pass, mit dem man dann reisen kann, das Land verlassen kann, irgendwo anders leben kann, sich möglicherweise vor einer Steuer nach Staatsangehörigkeit oder auch einem Militärdienst dann hier schützen kann, sich und seine Familie wohlgemerkt, das ist schon eine gute Sache, beziehungsweise kann eine gute Sache sein unter den richtigen Bedingungen. Ich würde mich freuen, wenn auch du bei unserem Event in Zürich zu Gast sein wirst. Nun aber zurück zu unserem Thema. Schon vor einigen Monaten haben die vier Nachbarinseln von St. Lucia, die auch ein Citizenship by Investment Programm haben, nämlich St. Kitts and Nevis, Antigua und Barbuda, Dominica und Granada, angekündigt, dass sie die Preise für ihren Pass verdoppeln werden. Hier wurden bisher Gebühren aufgerufen von ungefähr 150.000 US-Dollar. St. Lucia war immer schon der günstigste Pass mit 100.000 Dollar. Aber auf Druck der EU haben sich nun diese Länder entschieden, hier die Preise zu erhöhen. Du hattest es vielleicht mitbekommen. Die EU ist natürlich kein Freund von diesen Citizenship by Investment Programmen. Auch die USA sind es nicht. Meiner Meinung nach sehen es die USA und die Europäer gar nicht gern, dass sich hier ihre Bürger sehr einfach und schnell mit einem Zweitpass eindecken können, der sie dann eben befähigt, sich vor staatlichen Maßnahmen wie zum Beispiel eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, Vermögensteuer, Militärdienst etc. zu schützen. Die EU gibt offiziell an, dass hier die Inseln nicht besonders sorgfältig waren bei den Background-Checks und hier allen möglichen Verbrechern aus dem Mittleren Osten und anderen Ländern, Russland, Weißrussland, Iran, Pässe verschafft haben, welchen es dann diesen Personen ermöglicht hat, hier Strafverfolgung zu entfliehen oder sich irgendwo niederzulassen oder eben auch in die EU einzureisen. Alle diese Pässe ermöglichen ja letztlich die visafreie Einreise in die EU, in den Schengen-Raum. Also hat man die Staaten unter Druck gesetzt. Man hat hier angedroht, den visumsfreien Zugang zum Schengen-Raum zu beenden. Aber wie gesagt, Vanuatu ist nicht Teil dieser fünf Inseln, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Aber ich gehe davon aus, dass mit einem Pass aus Vanuatu demnächst nicht mehr visumsfrei in den Schengen-Raum einreisen kann. Die visafreie Einreise in den Schengen-Raum bzw. in alle möglichen Länder macht ja diese Pässe eigentlich erst mit attraktiv. Warum hat sich nun St. Lucia überhaupt so spät erst entschieden? Was war der Grund, warum es hier zu Verzögerungen gab? Gerne will ich dir hier die offizielle Pressemitteilung der Regierung in St. Lucia einmal zeigen. Hier also das Statement vom 3. Juni. Hier wird eben gesagt, dass man hier nach sorgfältiger Prüfung auch mit den anderen OECS-Staaten, das sind eben letztlich diese fünf Staaten hier, die bilden gemeinsam diese sogenannte OECS-Staatenverbund. Diese Länder hatten ja einen gemeinsamen Beschluss hier schon verfasst, die sogenannte Memorandum of Agreement. Wie ich vorhin angedeutet habe, haben ja die vier anderen Länder bereits dieses Dokument unterschrieben. Aber jetzt hat sich auch St. Lucia entschieden, noch zu unterschreiben. Was wird hier in diesem Dokument festgelegt? Zu was verpflichten sich die Länder? Also hier ein sinnvolles Pricing-Niveau. Aus Sicht der EU muss das vor allen Dingen bedeuten, dass die Preise natürlich so hoch wie möglich sind. Dann ein Informationsaustausch und Transparenzstandards. Generell, was sind die gesetzlichen Grundlagen? Hier das ganze Background-Checking, dann auch die Vermittler, die diese Pässe beschaffen. Wer ist Vermittler? Was muss ich erfüllen, damit ich Vermittler sein kann? Hier geht es dann darum, dass die Staaten gemeinsam hier Mitarbeiter ausbilden und Kapazitäten zur Dokumentenprüfung, zum Background-Check gemeinsam aufbauen, Konfliktlösung und dann natürlich auch, wie der Vertrag geändert werden kann und man als Staat daraus aussteigen kann. Wie gesagt, St. Lucia hat sich jetzt auch
entschieden, dieses Dokument hier, diesen gemeinsamen Beschluss zu unterzeichnen. Und sie wollen nicht nur unterschreiben, Sinusha hat auch Vorschläge gemacht, wie hier letztlich das Citizenship by Investment Program weiter ausgestaltet werden soll. Zum Beispiel hier eine maximale Anzahl von Pässen, die pro Jahr ausgegeben werden können. Möglicherweise müssen die Antragsteller ein bestimmtes Minimalvermögen haben. Die sogenannten Escrow-Accounts, wo also letztlich die Summe hin überwiesen wird, während der Pass bearbeitet wird, soll sich eben in Sinusha und auf den Inseln befinden. Momentan sind die vielfach bei ausländischen Banken. Und dann sollen eben nur Licensed Promoters in der Lage sein, an die lokalen Behörden die Anträge zu übersenden. Auch hier sieht man wieder mal den Kreis derjenigen, die diese Pässe erhalten können, verkleinern. Man will vielleicht, dass diese Personen mehr zahlen. Also hier ganz klar Qualität vor Quantität. Auf der letzten Seite dieser Presseerklärung führt dann hier der Verfasser nochmals auf, welche Maßnahmen Sinusha eigentlich schon implementiert hat, um den Wünschen zum Beispiel der EU und anderer Staaten zu entsprechen. Seit dem 1. Februar 2023 dürfen keine Russen und Weißrussen mehr hier einen Pass beantragen. Seit dem 4. September 2023 werden die Antragsteller durch die Regierungsmitarbeiter interviewt. Dann werden seit dem gleichen Datum auch alle Antragsteller hier durch den lokalen sogenannten Financial Intelligence Authority geprüft. Seit Januar 2020 werden Ablehnungen gemeinsam mit den anderen Staaten geteilt. Und dann wurden weitere Maßnahmen hier getroffen, um letztlich die Sicherheit, die Verlässlichkeit dieses Programms zu gewährleisten. Ein wichtiger Punkt, der hier drin steht, ist, wann wird Sinusha dieses Memorandum unterschreiben? Ab wann gelten die neuen Preise? Was sind die neuen Preise? Das sind alles Dinge, die sind noch nicht klar. Wie du weißt vielleicht, gilt bei den anderen Ländern ab dem 1. Juli die Preiserhöhung. Das alles hat natürlich jetzt zu einer gewissen Eile und gewissen Hektik geführt. Viele wollen jetzt hier noch ganz schnell den Pass beantragen zu den viel günstigeren Konditionen, muss man sagen. Was jetzt mit Sinusha passiert genau, ist unklar. Wir haben so durch einige interne Kontakte wohl mitbekommen, dass die Art und Weise, wie dieser Investmentfonds in Sinusha strukturiert ist, in den dann ja die Antragsteller einbezahlen, dazu führt, dass es hier ein wenig länger dauert, dieses Programm in Sinusha neu zu strukturieren. Das kann man also nicht so über Nacht machen. In den anderen Ländern ist dies offensichtlich einfacher. Daher hat bisher Sinusha sich nicht dazu entschieden, das Memorandum zu unterschreiben. Man weiß nun offensichtlich, wie man diesen Investmentfonds umstrukturieren muss, dass es dann auch zukünftig hier im Sinne der Compliance funktioniert. Aber wie gesagt, es ist noch nicht klar, wann Sinusha hier dem Abkommen beitritt. Es kann sein, dass es schon der 1. Juli 2024 sein wird. Ab dann gilt ja in den anderen Ländern letztlich der neue Preis. Aber wie gesagt, bisher ist das noch unklar und die Regierung lässt sich hier nicht festlegen. Ich gehe nicht davon aus, dass es der 1. Juli 2024 ist. Aber wer weiß, man kann sich nicht darauf verlassen. Wenn du also schon alle Dokumente bereit hast, polizeiliches Führungszeugnis, möglicherweise beglaubigte Passkopie und so weiter und so fort, und du möchtest jetzt schnell diesen Pass beantragen, möglicherweise noch zu den alten Gebühren, 100.000 für eine Einzelperson, 150.000 für eine vierköpfige Familie, das sind die staatlichen Gebühren, dann lohnt es sich auf jeden Fall, mit uns Kontakt aufzunehmen. Kontaktdetails findest du ja hier in der Beschreibung zu diesem Video und dann können wir schauen, was da noch machbar ist. Je nachdem, wann du dieses Video anschaust, ist es möglicherweise auch schon zu spät und die neuen Preise gelten schon. Es bleibt spannend in dem Bereich. Wenn ein Citizenship bei Investmentprogramm oder eine zweite Staatsbürgerschaft oder auch Aufenthaltserlaubnis in einem anderen Land ein interessantes Thema für dich ist, natürlich gemeinsam mit anderen Themen, Vermögensschutz, Steueroptimierung im Ausland, dann würde ich mich freuen, wenn wir ein Beratungsgespräch führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, genau das zu tun, geografisch diversifizieren, ins Ausland umzuziehen, Steuern zu sparen, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.